Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von dem Brettspieltester. Mit dabei, wie immer, Michaela und Christian. Und wir haben hier das Spiel Mandala Stones ausgebreitet. Diesmal hängen wir nicht ganz unter der Decke, was die Kamera betrifft. Es ist überschaubar, aber es ist trotzdem viel, weil, das sieht man hier wahrscheinlich nicht, das sind hier Steine und die Steine sind gestapelt. Also es ist mehr Spielmaterial, als man auf den ersten Blick vermuten würde. Und wir starten erstmal mit den Rahmendaten. Mandala Stones ist ein Spiel für 2 bis 4 Spieler ab 10 Jahren. Die Spieldauer wird auf der Verpackung mit 30 Minuten angegeben. Der Autor ist Philipp Glowacz, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, ist beim Kobold Spiele Verlag auf Deutsch erschienen und kostet, ich habe gerade mal online reingeschaut, um die 30 Euro. Und dann machen wir hier nochmal ein bisschen mehr Spielmaterial sichtbar, indem wir einmal die Spielverpackung zur Seite räumen. Wir haben nämlich zum einen einen sogenannten Mandala-Plan. Dann bekommt jeder Spieler sein eigenes Spielertableau. Das nennt sich Künstlertableau. Jeder Spieler bekommt einen Punktemarker. Wir haben nämlich hier auf unserem eigenen Spielertableau jeweils die Punkteleiste. Und da legen wir den Spielermarker oder den Punkteleistenmarker hier auf das erste Feld dieser Leiste. Dann haben wir hier noch den sogenannten Sammelplan. Und Christa hat ja schon gesagt, wir haben hier schon Türmchen mit Spielsteinen gebaut. Und zwar haben wir dafür eigentlich den Sack. Ihr schmeißt zunächst alle diese Steine. Das sind 4 verschiedene Farben, 24 Steine von jeder Farbe. Das sind 96. Ja, genau, super. Technik, ne? Ja. Ja, genau. Die schmeißt ihr einfach zu Spielbeginn in diesen Sack. Und dann verteilt ihr die zufällig auf diesem Sammelplan, diesen sogenannten, sind Felder drauf, die haben ja diese Muster drauf, das sind die sogenannten Steinfelder. Und auf jedes dieser Steinfelder kommen genau 4 dieser Steine dann drauf, in zufälliger Anordnung. Wie gesagt, dafür ist dieser Sack da, das haben wir jetzt aber vorher schon mal vorbereitet, damit sich das Video nicht unendlich in die Länge zieht. Dann gibt es hier noch, ich sag mal, Marker ab 50, das heißt, wenn man hier auf seiner Punkteleiste die 50 überschreitet, nimmt man sich hier einfach diesen Marker, wir haben ihn immer hier drauf gelegt und dann fängt man einfach hier vorne wieder an zu zählen und weiß damit, dass man dann schon über die 50 hinausgezogen ist. Dann gibt es hier noch die sogenannten Sammler, so heißen die, meine ich, ja, Sammler. Ja. Hm. Die haben, also man kann vielleicht schon mal vorher sagen, wir hatten ja gerade schon gesagt, wir haben 4 verschiedene Farben, es gibt Blau, Rot, Lila und Gelb und auf diesen Stein ist jeweils, sind 2 verschiedene Muster drauf. Es gibt einmal dieses Muster hier und Christian hält mal das andere Muster rein und das gibt es auf den verschiedenen Farben jeweils drauf und dieses Muster gibt es hier auch auf diesen, ich habe jetzt ein bisschen schief hier in der Hand, ich nehme auch mal 2. Sammlern. Genau, auf den Sammlern ist das jeweils auch drauf. Es gibt jeweils 2 Sammler mit dem gleichen Muster. Und diese Sammler stellt jetzt zu Spielbeginn. Es gibt hier die sogenannten Sammlerfelder. Das sind, ich nehme mal ganz kurz runter, Steinfelder sind die hier. Und die Sammlerfelder sind einfach diese Felder, die, ich sag mal, nur so einen Kreis haben. Und zu Spielbeginn werden diese Sammler jetzt zufällig auf die 4 Startfelder gestellt. Und zwar sind das die Felder, die jeweils mittig an den langen Seiten sind. Da werden sie zu Spielbeginn draufgestellt. Dann haben wir ja noch die sogenannten Schlusskarten. Davon gibt es 10 Stück. Da könnte man auch sagen, das sind Zielkarten. Die werden jetzt gemischt und jeder Spieler bekommt davon zu Spielbeginn jetzt 2 Karten. Die darf man sich natürlich jederzeit ansehen. Und zum Spielende wird davon eine Karte gewertet. Christian kann ja mal erzählen, was auf seinen Karten draufsteht. Genau, das sind quasi die gleichen 7 HP. Das sind ja Harmoniepunkte. Harmoniepunkte. Das sind nicht Siegpunkte, sondern Harmoniepunkte. Das ist schon wieder nichts für mich. Falls du die Partie mit mindestens 3 gelben Steinen beendest oder mehr gelbe Steine hast als jeder andere Spieler und hier genau das gleiche, bloß mit den lilanen. Und zwar hier auf dem eigenen Künstlertableau müssen die Steine dann sein. Und ich habe hier einmal 7 Harmoniepunkte, falls am Ende der Partie alle Kopfsteine dieses Muster haben, also dieses Muster, was da drauf ist. Kopfsteine können wir vielleicht noch mal ganz kurz sagen. Es geht hier meistens um die zu oberst liegenden Steine. Ja. Und die werden hier im Spielverlauf immer Kopfsteine gelegt, also genannt. Der oberste Stein ist praktisch immer der Kopfstein. Also am Ende der Partie müssen alle Kopfsteine dieses Muster haben, wenn sie, also die natürlich hier wieder auf meinem Künstlertableau auslegen. Kopfstein, Kopfstein. Oder hier 10 Harmoniepunkte, falls ich die Partie ohne Steine auf meinem Künstlertableau beende. So, die beiden legt man natürlich verdeckt bei sich ab, ohne dass die Mitspieler was davon wissen. Wir machen das jetzt ja ein bisschen öffentlicher. Und die anderen Schlusskarten legen wir jetzt mal aus dem Spiel. Dann bekommt jeder noch eine Übersicht, die ist beidseitig bedruckt. Denn wenn wir am Zug sind, haben wir 2 Aktionsmöglichkeiten zur Wahl, von der wir eine ausführen dürfen. Wir dürfen entweder sammeln, Steine sammeln, oder wir dürfen werten. Und ich würde mal sagen, das zeigen wir euch jetzt einfach mal anhand von ein paar Beispielrunden. So, laut Anleitung fängt an, wer zuletzt einen hübschen Stein gesehen hat. Ja, wir machen Hausregel, genau. Wer das letzte Spiel verloren hat, der ist Startspieler und ich bin Startspieler. Vielleicht nochmal ganz kurz, wir können nochmal ganz kurz sagen, hier zu diesem Mandala-Plan, der ist ja momentan noch leer.
Den werden wir nachher aber mit Steinen befüllen und da sind auch noch so Symbole drauf. Man kann sich vielleicht hier schon vorstellen, je nachdem, wenn man diese Symbole abdeckt, bekommt man Harmoniepunkte dazu. Und um nochmal Spielende zu erklären, das Spiel endet, wenn ihr nachher hier Steine auf den Feldern ausgelegt habt und bei dem jeweiligen Feld ankommt, was eurer Spieleranzahl entspricht. Das heißt, wo Hände drauf sind, die eurer Spieleranzahl entsprechen. Das heißt, im Zwei-Personen-Spiel, sobald dieses Feld hier bedeckt ist, endet das Spiel. Die laufende Runde wird noch zu Ende gespielt. Bei 3 Personen hier und bei 4 Personen da. Oder wenn ein Spieler zu irgendeinem Zeitpunkt im Spiel weder eine gültige Aktion sammeln oder Werten ausführen kann, also beides nicht machen kann, dann endet die Partie auch sofort. Genau, was wir noch nie hatten. Also bisher ist es immer beendet worden, dadurch, dass hier quasi diese Steine dieses Feld erreicht haben und dadurch wird dann Spielende, laufende Runde, wie gesagt, zu Ende spielen. Ich bin Startspieler, weil ich habe dieses Spiel noch nie gewonnen. Jetzt kannst du erstmal erklären, du willst wahrscheinlich sammeln machen, weil ja, werten genau. Kannst kann, du ja. Werten kann ich nicht, ich habe ja nichts hier. Von daher, ich nehme jetzt einen von diesen schwarzen Sammlern und kann den jetzt frei positionieren auf einen von den freien Feldern mit einem Kreis. Das heißt also einmal außenrum und einmal hier genau in der Mitte. Ich komme ja von diesem Feld hier und ich weiß jetzt nicht, ob die Kamera das vernünftig zeigt. Ich habe jetzt ja dieses Symbol drauf, das ist das mit dem Kreis drumherum. Und wenn ich jetzt was sammeln möchte, kann ich nur Steine sammeln, die halt eben so einen Kreis haben. So, das heißt, ich packe den jetzt hier rein und da ist es so, nix, nix, nix. Hier ist ein blauer mit dem Kreis und den kann ich entsprechend nehmen. Jetzt können wir noch mal was anderes machen. Ich mache einfach mal den. Das ist jetzt dieses Symbol ohne Kreis. Wenn ich da jetzt reingehen würde, dann dürfte ich nur den hier nehmen. Warum? Weil solange an irgendeiner Stelle andere Sammler sind, dann blockieren sie diese Stelle. Also der blockiert quasi diesen Turm, der blockiert diesen Turm. Den kann ich nicht nehmen, weil es nicht dieses Kreissymbol hat, was diesen Sammler betrifft, sondern ich dürfte dann nur den nehmen. Möchte ich aber gar nicht. Wobei Kreissymbol hattest du ja gerade mit dem erklärt, das war jetzt ja nicht das Kreissymbol hier. Genau, deshalb, drauf, ne? Deshalb kann ich da nicht das Kreissymbol nehmen, aber wir machen ja erstmal ein Spiel. Ich gehe hier rein und nehme als eine einzig mögliche Scheibe diese blaue mit dem Kreis und ich kann jetzt hier auf meinem Tableau entsprechend positionieren. Je nachdem, wo ich sie positioniere, gibt es unterschiedlich viele Punkte nachher in der Wertung. Und zwar, wenn ich eine Farbwertung mache. Hier vorne ist es so, da wird quasi geschaut auf diesen ganzen anderen Sachen, wie viele Steine liegen da. 0, 1, 2, 3, kann sogar 4 sein. Und nach jeder Anzahl unterschiedlicher Höhen von diesen Stapeln kriege ich jeweils einen Siegpunkt. Hier, das sieht man hier, wenn ich dann nur einen Stein habe, kriege ich 4 Punkte. Hätte ich 2 Steine, würde ich 2 Punkte kriegen. 3 und 4 Steine gibt 1 Punkt. Deshalb nehme ich den jetzt da drauf. Der bringt mir nachher bei einer Farbwertung 4 Punkte. Wenn Christian dann in Blau wertet. Genau. Aber zu den Farbwertungen, zu den einzelnen Wertungen kommen wir nochmal. Gut, dann bin ich als nächstes dran. Ich nehme jetzt mal diesen Sammler. Also wie Christian das schon erklärt hat, man nimmt sich einen von diesen 4 Sammlern, sucht sich den aus und setzt den auf ein beliebiges freies anderes Sammelfeld. Das muss wie gesagt frei sein. Ich setze den hier hin. Und jetzt darf man, wie Christian da gerade auch schon erklärt hat, alle Steine, die um diesen Sammler herum sind, sammeln. Sofern nicht ein anderer Sammler einen Stapel blockiert. Hier, ich habe jetzt ja, ich sag mal, dieses plurale Symbol, also nicht mit dem Kreis drumherum. Das heißt, hier könnte ich eigentlich alle Steine sammeln, weil die alle dieses florale Muster haben. Also die Steine müssen immer das gleiche Muster dann haben wie der Sammler, die man einsammeln darf. Dieser Sammler blockiert aber diesen Steinhaufen, von daher darf ich den nicht einsammeln. Und was jetzt auch noch wichtig ist, wenn man Steine einsammelt, muss man sich jetzt noch überlegen, in welcher Reihenfolge. Ich muss nämlich jetzt beginnen mit dem Stein, den ich als erstes einsammle, die weiteren Steine im Uhrzeigersinn einsammeln. Warum ist das wichtig? Weil ich die dann auch so stapeln muss. Und wie ich sie einsammle, so sind sie auch gestapelt. Und diese Stapelreihenfolge darf ich auch nie mehr verändern. Das ist nachher für die Wertung letztendlich dann wichtig. Ich mache das jetzt einfach mal so und ich muss das immer auf ein freies Stapelfeld hier auf meinem Künstlertableau legen. Habe ich hier kein freies Stapelfeld mehr frei, kann ich in dem Moment auch keine Steine mehr sammeln, sondern müsste dann die Aktion Werten wählen. So, ich habe jetzt auch gesammelt und dann wäre Christian wieder dran. Genau. Ich nehme den gleichen Sammler, den Michaela genommen hat, das darf man, da gibt es also keine Limitierung, packt den hier hin, kann wieder dieses Symbol nehmen ohne den Kreis, fange hier oben bei dem gelben an, das heißt, der kommt nach unten, da ist ein Kreis, das ist nicht das richtige Symbol, hier ist wieder ein blauer, stapel ich oben drauf und packe ich hier hin. Und dann ist Michaela schon wieder dran. Okay, dann gehe ich mal mit diesem Sammler, das ist jetzt der mit dem Kreis, wie Christian so schön gesagt hat, ich stelle ihn auf dieses freie Stapelfeld, auf dieses freie Sammlerfeld. Und hier gibt es jetzt nur einen Stein, der das gleiche Symbol hat wie der Sammler, von daher darf ich den auch nur einsammeln. Der ist auch nicht blockiert durch einen anderen Sammler, also da ist kein anderer Sammler daneben, der den blockieren würde. Von daher darf ich den nehmen und den würde ich jetzt mal hier platzieren. Und dann ist Christian wieder dran.
Dann geht es mit mir weiter. Ich nehme den Sammler, packe den dahin. Das Symbol, das sind diese zwei. Keine Blockierung, logischerweise. Ich nehme zuerst den Uhrzeigersinn, den blauen, und packe die hier auf mein Tableau. Ah, und ich habe gerade festgestellt, mit Lila habe ich gar nicht so eine günstige Farbe gewählt, weil hier ist nur noch ein lila Stein oben. Würde ich jetzt diesen Sammler, da ist gar kein Sammlerfeld, aber wenn ich den hier bewegen würde auf dieses Sammlerfeld, wäre das zwar das Symbol, das heißt vom Symbol her dürfte ich ihn einsammeln, aber dieser andere Sammler, der blockiert diesen Steinhaufen, so nenne ich es jetzt einfach mal, von daher dürfte ich den halt nicht mit einsammeln. Und dieser blockiert sogar noch diesen Steinhaufen, damit dürfte ich letztendlich nur diesen Stein hier einsammeln. Okay, dann würde ich jetzt einfach mal werten. Wenn ich werte, muss ich mich zunächst entscheiden, ob ich eine sogenannte Farbwertung durchführen möchte. Das heißt, ich schaue, habe ich Kopfsteine, also die zu oberst liegenden Steine mit der gleichen Farbe. Davon muss ich mindestens zwei haben, damit ich überhaupt so eine Farbwertung durchführen kann. Oder ob ich eine Kopfsteinwertung durchführe. Bei einer Kopfsteinwertung dürfte man alle Steine, die in jedem Stapel zu oberst liegen, runternehmen von seinem Spielertableau. Und jeder Stein würde einem grundsätzlich einen Siegpunkt bringen. Und nach jeder Wertung, egal ob es eine Farbwertung oder eine Kopfsteinwertung ist, legt man alle Steine hier auf den Mandala-Plan drauf und man fängt hier in der Mitte an und dann sieht man hier schon, kann man unter Umständen, ups, wieder zu weit, hier fängt man natürlich an, das ist ja so eine Schnecke, und dann kann man hier noch weitere Harmoniepunkte sammeln. Ich möchte jetzt hier aber ganz gerne Farbwertung haben, das heißt, ich werte die Farbe lila, davon muss ich mindestens zwei Kopfsteine haben in dieser Farbe, habe ich zwei lila Steine, die oben liegen. Und jetzt gucke ich, bei der Farbwertung sind die Sachen, wie Christian schon gesagt hat, auf meinem Spielertableau angegeben, wie ich Punkte bekomme. Hier, da dieser Stein nur einer ist, also bei einem Stein bekomme ich hier 4 Punkte, hätte ich zwei Steine 2 Punkte, bei 3 1 und bei 4 auch 1. Ich habe aber nur einen Stein, von daher bekomme ich hier einmal 4 Punkte. Das trage ich auf dem Spielertableau ab. Hier habe ich einen Stapel mit 4. Entschuldigung, nicht mit 4. Hier habe ich einen Stapel mit 3 Steinen. Ich hätte gerne 4 gehabt. Ja, genau, das meine ich. Das war Wunschdenken gerade. Hätte ich hier nur 1 Stein gehabt, hätte ich jetzt hier 1 Punkt bekommen. Bei 2 Steinen hätte ich die Farbwertung gar nicht durchführen können, aber wäre das jetzt ein lilaner Stein gewesen, hätte ich 2 Punkte bekommen. Jetzt bei 3 Steinen bekomme ich jetzt hier 4 Punkte nochmal. Also komme ich jetzt hier insgesamt auf die 8. Dann muss ich die beiden Steine, die ich für die Wertung benutzt habe, die nehme ich runter aus meinem Spielertableau und platziere sie auf dem Mandala-Plan. Der erste Stein kommt hier in die Mitte und dann geht das hier fortlaufend im Schneckenmuster weiter. Das war dann mein Zug. Das heißt, ich habe jetzt eine Wertung durchgeführt und zwar eine Farbwertung. Und ja, Christian ist dran. Mache ich gleich weiter. Dann geht er hier einmal dahin. Ich nehme einen Lippenkreis, zwei Lippenkreis. Na, da habe ich dir eine schöne Lippenkreis, Möglichkeit. Vier Lippenkreis. Oh, das und ist übel. Den da. Das ist ganz übel gewesen. Das ist ja sowas von übel gewesen. Das war überhaupt nicht gut, dass du da zum Tragen gekommen bist. Dann gehe ich mal hier hin. Sammler wieder bewegt. Hier habe ich hier diesen Kreis drauf, das heißt, diese Steine dürfte ich grundsätzlich eh nicht einsammeln, weil die nicht das gleiche Symbol wie der Sammler haben. Ich dürfte mir nur das nehmen oder diesen Stein nehmen, der wird auch nicht durch einen anderen Sammler blockiert. Und den packe ich jetzt wieder auf ein freies Feld auf meinem Künstlertableau. Dann machen wir gleich weiter. Ich gehe einmal hier hin, ich nehme mir den, ich nehme mir den, ich nehme mir den. Den darf ich nicht, weil der dadurch blockiert war. Mhm. Und den packen wir dahin. Das ist eine schöne Farbwertung, ne? Ja, ich habe mir auch die falsche Farbe am Anfang ausgesucht. Und bei Rot komme ich, glaube ich, auch nicht so weit. Sieht auch nicht so viel besser aus momentan, ehrlich gesagt. Nee, du räumst ja gleich richtig ab. Mhm. Von daher, ich mache jetzt einfach nochmal eine Farbwertung. Warum sollte ich nicht eine Farbwertung machen? Ich habe 2 rote Steine, das heißt, ich darf die Farbwertung machen. Ich habe mindestens 2 Steine von der Farbe. Ich werte rot, hier kriege ich wieder 4 Punkte. 1, 2, 3, 4. Das ist ein Zweierturm, das heißt, dafür bekomme ich jetzt 2 Punkte. Dann kommen die beiden Steine wieder weg, werden hier angelegt. Und da ich jetzt hier ein Plus-1er-Feld abdecke, bekomme ich hier, hupsala, noch einen zusätzlichen Harmoniepunkt. Und Christian ist dran. Ich mache jetzt auch mal eine Farbwertung. Nein, wirklich? Doch, es war, ganz ehrlich. Und zwar, ich fange hier vorne an. Da ist es so, da wird halt eben jetzt geschaut, die Höhe der einzelnen Sachen. Und bei der Betrachtung ist es auch egal, was für Kopfsteinfarben oben liegen. Wir also angenommen, das wäre jetzt so einer, genau. Dann würde der trotzdem als Zweier, das sind jetzt 2 Stück, würde der trotzdem als Zweier für diese Wertung gelten. Aber ich habe das ja schon einheitlich gemacht. Von daher, ich habe hier einen Dreier, ich habe hier einen Einer, ich habe hier einen Zweier, ich habe hier einen Vierer, ich habe hier einen Zweier. Zählt nicht doppelt. Was auch zählen würde, wäre ein Nuller. Also angenommen, ja, der wäre weg, hätte der trotzdem als Nuller gezählt. So, das heißt, ich werte den, bringt mir 4 Punkte. Also der, für jeden unterschiedlichen Turm jetzt 1 Punkt. Und das hatte Christian ja gerade gesagt, 1, 2, 3, 4. Dadurch 4 unterschiedliche Türme von der Höhe her. Mhm. Genau. Dann hier ein Einer drauf, der bringt mir 4 Punkte. Das heißt, ich lande da. Hier ein Zweier drauf, der bringt mir 3 Punkte.
Hier ein Vierer drauf, der bringt mir ja 6 Also ein Vierer-Turm. Punkte. Vierer drauf, Zweier drauf, hört sich immer so komisch an. So, und bei dem hier hinten ist es so, pro unterschiedliche Farbe gibt es einen Punkt plus on top ein. Ich habe hier 2 verschiedene Farben, plus ein bringt also nochmal 3 Punkte. Zack. Also vielleicht da nochmal ganz kurz zur Erklärung. Ihr bekommt nicht pro unterschiedliche Farbe einen zusätzlichen Punkt, sondern hier bekommt man generell nur einen Punkt einfach dazu dann. Genau, aber einzelne Punkte halt eben pro unterschiedliche Farbe und dann on top halt eben noch einen dazu. Genau. So, und dann kann ich die hier entsprechend abräumen und platziere die auch auf dem Mandala-Plan. Wichtig ist der hier. Ja, ja, war klar. 1, 2, 3, 4, 5. Hast du 1+2 haben die Punkte. Das heißt, ich kriege nochmal einen Zweier dazu. Genau, kannst du vielleicht nochmal ganz kurz zeigen, da weil Christian diesen +2 abgedeckt hat, bekommt er nochmal +2 Punkte dann on top. Ich nehme mir mal diesen Sammler und stelle den mal hier hin. Das heißt, ich darf jetzt alle Steine mit Kreissymbol einsammeln. Den Stein darf ich nicht einsammeln, weil der hat das andere Muster oben drauf. Jetzt muss ich mir wieder überlegen, in welcher Reihenfolge ich die Steine nehme. Und dann muss ich sie im Uhrzeigersinn praktisch gestapelt ablegen. Ich nehme mir einmal den Stein und dann den Stein. Kein Stein war durch einen anderen Sammler blockiert. Und die würde ich dann jetzt mal hierhin stapeln. Und Christian ist wieder dran. Ich mache gleich nochmal eine Farbwertung. Ich war da gerade so schön im Flow. Das heißt, ich mache eine Farbwertung auf Gelb. Den ersten hier, wieder unterschiedliche Höhen. 2 Steine liegen hier, das heißt, das ist ein Punkt. Hier liegt keiner, ist ein 2. Punkt. Hier liegt einer, ist ein 3. Punkt. Hier ist 3, bringt wieder 4 Punkte. 2, 4. Hier, der bringt leider nur einen Punkt. Da sind 3 gestapelt, das bringt 4 Punkte. 2, 4. Und hier ist einer gestapelt, also eine Farbe. Plus den darfst du aber nicht werten, weil da kein Gelb oben drauf liegt. Genau, das heißt, den kann ich jetzt nicht nutzen. Das heißt, ich kann jetzt hier in Anführungszeichen nur diese 3 nehmen. Aber hier und hier gibt es gleich mal insgesamt 3 Punkte zusätzlich. Tudum. Na, läuft Was für dich, los mit dir? Läuft für dich, würde ich sagen. Was ist denn da los? Vor das Publikum, sehr, ne? Ja, genau, ja, vor Publikum bin ich nicht so gut. Ich nehme aber diesen Sammler, stell den hier hin. Und ich sammle da mal einmal den ein. Das ist jetzt ja dieses Muster. Das heißt, ich darf alle Steine mit dem Muster einsammeln. Das sind die hier. Und die stapel ich mal hier hin. Okay, da gehe ich da hin. Ich mache einmal so. So. Ich weiß gar nicht, was du hast mit Rot. Rot ist doch voll cool. Ja, jetzt ist Rot ja auch freigelegt. Ah, da. Da war vielleicht der Unterschied, der kleine, aber feine Unterschied. So, dann gehe ich mit dem mal hier hin. Der hat das gleiche Muster, den darf ich aber nicht einsammeln, weil der durch diesen Sammler, durch den anderen Sammler blockiert wird. Das heißt, ich darf in dem Moment nur diesen Stein einsammeln und pack den mal dahin. Und Christian ist dran. Ich mache einfach weiter mit Wertung. Das ist, glaube ich, am besten. Ich mache wieder eine Farbwertung. Das heißt, es wird wieder nach der Höhe geschaut. Hier ist einer drauf, 1 Punkt. Hier ist keiner drauf, 2 Punkte. Hier sind 3 drauf, 3 Punkte. Und hier sind 2 drauf, 4 Punkte. Wie gehabt, hier ist die Farbe oben drauf egal. 4 Punkte, 2, 4. Dann einmal hier habe ich insgesamt 3 gestapelt, das heißt, das sind nochmal 4 Punkte. Hier habe ich 2 gestapelt, ist aber gelb obendrauf, bringt mir also nichts. Aber hier habe ich 1+1, sind nochmal 2 Punkte. Und dementsprechend kann ich dann wieder 3 platzieren. Hier ist wieder ein kleiner +2er. Und zack. Und mal gucken, 46, ja, und du hast 20. Auf. Ich sehe das. Das ist total krass. Normalerweise lose ich das. Ich habe bisher das Spiel nicht einmal gewonnen. Das ist ein richtig cooles Spiel. Um deiner Wertung mal vorwegzugreifen, oder wie? Mal schauen. Mal schauen. Okay, gut. Da muss ich ja mal langsam ein bisschen gegensteuern. Ich weiß zwar noch nicht wie, aber irgendwie kriegen wir das schon hin. Toi, toi, toi. Toi, toi, toi. Danke. Ich gehe mit dem Sammler mal hier hin und dann sammeln wir einmal den ein und den ein. Die hatten alle wieder das gleiche Muster wie der Stein und den packe ich dann mal da hin. Und Christian ist auch dran. Blau diesmal. Ja, irgendwas müssen wir jetzt ja mal machen. Coole Geschichte. Ich mache auch mal blau, komm. Ich gehe einmal da rein und nehme den da. So, dann mache ich mal wieder eine Farbwertung. Ich möchte natürlich blau werten. Lila könnte ich auch gar nicht werten bei einer Farbwertung, weil ich davon nur einen Kopfstein hätte. Also nur einen Stein, der zu oberst in Lila ausliegen würde. Man muss ja immer 2 mindestens haben bei einer Farbwertung. Es geht auch immer bei der Farbwertung von links nach rechts, so wie Christian es schon mehrfach gezeigt hat. Das heißt, hier wird jetzt geguckt, wie viele unterschiedliche hohe Türme habe ich. Wobei dann ja ein anderer Turm in einer anderen Farbe mitzählt. Ich habe hier einen Dreier, ich habe hier einen Einer, einen Dreier, einen Einer, einen Dreier. Von daher bringt mir das 2 Punkte. Hier bekomme ich 4 Punkte, ja, weil das ein Einer ist. Hier ist es ein Dreierturm, da bekomme ich nochmal 4 Punkte. Der wird ja nicht mitgewertet, weil das kein blauer Stein ist. Von daher darf ich das hier nicht werten. Hier habe ich 3 unterschiedliche Farben, bringt grundsätzlich für die unterschiedliche Farbe 1 Punkt plus einen zusätzlichen Punkt, also nochmal 4 Punkte. So, dann kommen die Steine hier alle runter.
Und dann bekomme ich da nochmal einen zusätzlichen Punkt, weil ich da die Plus 1 abdecke. Und so schlecht habe ich noch nie gespielt. Wie Christian schon gesagt, eigentlich habe ich die Spiele mal gewonnen. Aber hau's hoch. Was ist jetzt los mit mir? Was ist hier kaputt? Irgendwas geht hier total das schief gerade. Irgendwas geht hier gerade richtig schief. Ich gehe dann erstmal dahin und fange hier an. Und dann kommt der drauf und der kommt so dahin. So, und ich mache jetzt wieder eine Wertung. Eine Farbwertung kann ich nicht machen, weil ich habe von keiner Farbe mindestens zwei Kopfsteine, also Steine zu oberst liegen. Von daher kann ich jetzt eine Kopfsteinwertung machen. Bei einer Kopfsteinwertung kann ich beliebig viele Kopfsteine, also zu oberst liegende Steine, nehmen und die werten. Und für jeden Stein, den ich werte, bekomme ich einen Punkt. Und ich mache hier mal 1, 2, 3, 4. Das heißt, ich bekomme 1, 2, 3, 4 Punkte. Und dann räume ich hier die 4 ab. Und die werden jetzt auch da ausgelegt und da überdecke ich wieder ein plus einer. Von daher bekomme ich dann nochmal einen Punkt. Wieder ein bisschen näher dran an Christian. Ganz kleines bisschen aber auch nur. Was? Ja. Wieso? Du bist bei 46, bin immerhin bei 35. Ja, dann mache ich jetzt eine Farbwertung. Das wird mir jetzt gefährlich. Ich fange hier einmal an. Das sind einmal 4 Punkte. Dann habe ich die 50. Dann einmal das heißt, hier, das sind 2 Stück. Marker. Da kriege ich 3 Punkte für. Dann lande ich hier auf der 53. Den kann ich nicht werten. Hier 2 verschiedene Farben. Plus 1 sind nochmal 3 Punkte. Und dann kann ich hier die 3 nehmen. Aber du bekommst ja zumindest mal keine Zusatzpunkte. Das ist ja schon mal was. Ja, verdammt. Ich nehme mal diesen Sammler hier und den stelle ich mal hier hin. Jetzt darf ich wieder alle Steine mit diesem Muster einsammeln. Und da das 2 gelbe sind, ist es auch egal, in welcher Reihenfolge. Und die stapel ich jetzt mal auf dieses freie Stapelfeld. Ich mache die gleich weiter. Zack, zack, zack. Und du bist dran. Na meine Güte, das ging jetzt aber flott. Den durfte Christian nicht einsammeln, weil der durch den Sammler da blockiert wird. So, ich entscheide mich jetzt nochmal zu werten. Ich kann jetzt entweder ein Rot werten oder ein Gelb, weil ich bei beiden mindestens 2 Steine hier habe zu oberst liegen. Ich werte aber Rot. Bei Rot kann ich jetzt zuerst die unterschiedlichen Stapelhöhlen werten. Habe ich hier einmal einen Einer, da ist ein Nuller. Den könnte ich zwar auch werten, aber einen Einer habe ich schon gewertet, von daher kann ich den nicht werten. Den kann ich aber auch werten, auch wenn es kein roter Kopfstein ist. Von daher habe ich 3 unterschiedliche Höhen, bringt mir also 3 Punkte. Dann kann ich nur noch den hier werten, weil die anderen beiden haben keine roten Steine, von daher kann ich die nicht werten. Das heißt, es ist eine unterschiedliche Farbe plus ein Punkt sind immer 2 Punkte. So, dann kommen die beiden Steine, wie gehabt, auf den Mandala-Plan und da ich hier den überdecke, bekomme ich nochmal 2 Harmoniepunkte dazu. Gut, dann machen wir sofort weiter. Der geht dahin. Nee, gar nicht, da wieder hin. Entschuldigung, nicht getan. Das heißt, ich nehme einmal den und ich nehme einmal den und die kommen dahin. Und du bist dran. So, ich würde natürlich jetzt ganz gerne noch gelbe Steine mir holen oder zumindest einen Stab, wo ein gelber dann zu oberst liegt, damit ich vielleicht gleich auch noch eine Farbwertung auslösen kann. Aber wie ihr seht, die gelben sind hier alle blockiert. Ich komme da nirgendwo jetzt an gelbe Steine ran. Das ist echt ein bisschen unglücklich. Von daher mache ich das jetzt mal so, dass ich... Welchen nehmen wir dann mal? Ich nehme mal den hier und den setzen wir mal hier hin. Ja, das ist dieses runde Muster. Von daher sind es 3 Steine, die ich eigentlich nehmen könnte. Der ist durch den blockiert, der ist durch den blockiert. Von daher darf ich nur diesen einen Stein mir hier nehmen. Und den packen wir mal hier hin. Das ging ja fix. Ich mache mal eine Farbwertung. Fangen wir hier an. Unterschiedliche Höhen. Ich habe hier einen Zweierstapel, einer Stapel, zweier Stapel. Von daher, das sind leider nur 2 Punkte. Das ist ein bisschen schlecht. Hier liegt einer, bringt 4 Punkte an der Stelle. Hier liegt einer, bringt 1 Punkt. Ist auch nicht so toll. Der gar nichts, weil er nicht lila ist. Hier eine Farbe plus 1 sind nochmal 2. Und dann kriege ich hier 4 Stück. Und dann gibt es hier nochmal einen extra Punkt. Und wir nähern uns dem Spielende. Ja, ich mache mal eine Farbwertung, dann machen wir mal dicht. Dann bist du ja gar nicht mehr dran, ne? Ja. Schaut so aus. Nee, ich mache keine Farbwertung, ich mache eine Kopfsteinwertung. Ich mache eine Kopfsteinwertung und zwar nehme ich hier die 3 obersten Kopfsteine. Das sind immerhin 3 Punkte. 1, 2, 3. Das andere wäre auch 3 Punkte gewesen. Ja, ich möchte aber die jetzt haben. 1, 2, 3. So, jetzt haben wir das Feld belegt, auf dem unsere Spieleranzahl entsprechend von hinten abgedruckt ist. Das heißt, das Spielende wird ausgelöst, die laufende Runde wird zu Ende gespielt. Da Christian Startspieler war, ist jetzt automatisch Spielende. Jetzt nehmen wir unsere beiden Zielkarten, die wir zu Spielbeginn gezogen haben. Und davon können wir jetzt eine aussuchen. Das heißt, man kann nicht beide erfüllen, sondern nur eine. Ich habe hier einmal 10 Harmoniepunkte, falls ich die Partie ohne Stein auf meinem Künstlertableau beende. Leider nicht, ich habe noch einen Stein. Ich habe hier noch die andere Karte, 7 Harmoniepunkte, falls du am Ende der Partie alle Kopfsteine dieses Muster haben, die auf meinem Spielertableau noch liegen. Das ist so, das passt. Von daher bekomme ich nochmal 7 Harmoniepunkte.
komme ich immerhin auf die 52. Ich bin rumgekommen. So, bei mir sind Siegpunkte, wenn ich 3 Lila-Farbene habe oder mehr Lila-Farben als jeder andere Spieler. Ich habe gar keine Lila-Farben, von daher nehme ich die nicht. Aber hier, 7 Hitpoints, falls du die Partie mit mindestens 3 Steinen beendest. Habe ich nicht, aber oder mehr gelbe Steine hast als jeder andere Spieler. Michael hat 1, ich habe 2 gelbe, von daher habe ich das erfüllt. Das hätte ich nicht machen dürfen. Hätte ich nicht machen dürfen. Das spielt mir sehr gut in die Karten. Sind dann nochmal 7 Punkte für mich und ich habe gewonnen. Genau, also der Spieler mit den meisten Siegpunkten gewinnt. Im Falle eines Gleichstandes würde der am Gleichstand beteiligte Spieler gewinnen, der in der Spielerreihenfolge eher dran gewesen wäre. Ja, soweit das Spiel Mandala Stones und ich würde mal sagen, dann können wir mal zur Wertung kommen. Möchtest du anfangen? Das kann ich gerne machen. Also ich habe bisher, das ist das erste Spiel, das ich gewonnen habe. Von daher, wenn ich Spiele verliere, bin ich ja meistens ein bisschen zurückhaltend. Ja, das ist das erste. Du hast bisher immer hinten raus. Über diese Siegpunktkarten hast du bisher immer hinten raus gewonnen. Ich habe im Laufe des Spiels immer gut ausgesehen und dann habe ich den nicht erfüllt und Michaela hat ihre Schlusskarte erfüllt und dann puh, hat sie gewonnen. Dann bin ich abgezischt, dann, aber es war immer sehr eng. Also es war nie so krass, also was da schiefgelaufen ist, ich vermag ich es nicht. Ich habe die falsche Farbe am Anfang gewählt, das war das einfach so. Kann es natürlich sein. Ja. Spiel ist ab 10, glaube ich, und das finde ich schon irgendwie. Also wir haben es bisher noch nicht mit unserem 9-jährigen Sohn gespielt, aber ich finde das schon ziemlich anspruchsvoll eigentlich, weil man muss ja erstmal schauen, okay, ich suche mir erstmal eine Farbe aus, die hoffentlich sehr häufig hier vertreten ist, damit ich eben eine vernünftige Farbwertung machen kann. Das ist das eine. Ich denke aber noch immer drüber nach, was habe ich denn als zweite und als dritte Farbe darunter, weil wenn ich jetzt die oberste Ebene, sag ich mal, abräume, dann kommen ja die nächsten zum Vorschein. Und wenn das natürlich wieder die gleichen Farben sind, kann ich gleich eine Farbwertung hinterherhauen. Das habe ich, glaube ich, in dem Spiel sogar ganz am Anfang 2-mal hintereinander gemacht. Da passte das wunderbar, weil auch der hier zum Beispiel, es sackt ja alles um einen ab und dann kann man auch über diese Funktion hier mit der Höhe von den einzelnen Stapeln gegebenenfalls mehr Siegpunkte generieren, Hitpoints generieren. Genau. Was ich nicht so gut finde, ist diese Unterscheidung zwischen denen, also ich sag mal so, auf diesen großen Steinchen, da geht es einigermaßen, aber teilweise habe ich mich echt hiermit schwer getan. Also es ist zwar, ich habe mich dann echt nachher orientiert, okay, das Ding hat einen Kreis, das hat keinen Kreis, das war so die Unterscheidung für mich. Ist natürlich, weil Mandala, geht ja alles so Richtung Indien und so, von daher passt das natürlich thematisch, optisch sehr gut dazu, aber mir hätte es auch gereicht, auf dem einen ist ein Kreis, auf dem anderen ist ein Kreuz oder irgendwie sowas. Das ist nicht, ich wäre ein bisschen mehr ins Abstrakte gegangen, dass man das sauberer voneinander trennen kann, weil wir es echt am Anfang oft hatten, so, ich setze einen rein, nehme mir eine Karte und Michael, also, das hätte es gar nicht nehmen dürfen. Wieso darf ich den nicht nehmen? Weil ich eben mich da in dem Muster vertan habe. Mhm. Das war nicht so schön. Was ich auch nicht so schön finde, sind die Spielertableaus. Die sind ein bisschen. Sie funktionieren, aber man hätte das auch, das ist dicker Karton, ich kann es jetzt nicht zeigen, aber das hätte man auch für die Spieletableaus machen können. Also ich glaube nicht, dass das so viel an Mehrkosten produziert hätte, war jetzt nicht so, wie auch immer. Und ich bin da echt zweigeteilt. Also es macht schon Spaß, sich das zu überlegen. Die Überlegungszeiten, die sogenannte Downtime, geht einigermaßen. Man hat es bei uns gesehen, manchmal haue ich dann sofort einen hinten dran. Mal ist ein bisschen mehr überlegen, weil man eben doch vielleicht 1-2 Schritte weiter denkt. Von daher, das Spiel macht alles gut, aber so, dass ich jetzt sage, oh, noch eine Partie und noch eine Partie, das fehlt mir irgendwie. Also mal so für zwischendurch, 1-2 Partien, ja, okay. Was ich unglaublich gerne mal machen würde, ist das mit 3 oder 4 Personen zu spielen. Wir haben es bisher nur mit 2 gespielt. Wie das ist, A, von der Downtime, B, wie es sich so anfühlt durch diese Veränderung. Also dann springen natürlich hier viel mehr in der Gegend rum. Dadurch ändern sich natürlich die Verhältnisse, wie viel einzelne Farben sind dann oben auf, dass ich die überhaupt nutzen kann. Das ist, glaube ich, gefühlt dann mehr glücksabhängiger. Ja, so weniger planbar, denke ich. Genau, weil so weiß ich, okay, maximal werden von Michaela maximal 4 abgeräumt. Mhm. Und wenn ich jetzt hier schaue, 2, 4, 6, es sind 7 gelbe. Mhm. Okay, dann kann ich relativ entspannt auf gelb gehen, weil danach wird noch irgendwo ein gelber sein, den ich abräumen kann, um zum Beispiel hier auf dieses Feld zu gehen. Von daher, das ist überschaubar, das ist planbar. Mit mehreren wahrscheinlich nicht so. Mhm. Würde ich gerne nochmal ausprobieren. Ansonsten ist es halt eben nicht so das Ding, wo ich sage, hey, ich habe jetzt nichts, ich habe Bock, ein Spiel zu spielen, ich spiele jetzt Mandala Stones. Nein, das nicht. Mal so, okay, aber das ist jetzt keiner, der mich jetzt wirklich einen ganzen Spieleabend überfesseln würde. So als Opener ist es vielleicht ganz schlecht oder auch als Absacker am Schluss. Dafür ist es gut, weil es auch schnell erklärt ist. So, und von daher, man erklärt es kurz, du darfst das und das machen. Man kann 2 verschiedene Wertungen machen. Und wenn man es einmal gespielt hat, hat man es ja verstanden. Mhm. Das geht wirklich, also in das Spiel reinkommen geht wirklich sehr, sehr gut. Und das alles zusammen führt dazu, dass ich dem Spiel 7 Punkte gebe. Mhm.
Ich fange mit der Anleitung an, wie so häufig. Ich finde, die ist echt gut geschrieben, die ist gut bebildert. Aber wie Christian auch schon gerade eben gesagt hat, das Spielprinzip finde ich auch einfach. Es ist ja auch, wenn man am Zug ist, hat man die Auswahl zwischen zwei Aktionsmöglichkeiten. Entweder man sammelt die Steine oder man wertet. Und beim Werten muss man sich dann noch entscheiden, ob man eine Farbwertung macht oder eine Kopfsteinwertung. Also von daher finde ich es auf jeden Fall ein Gelegenheitsspielerspiel, auch ein Familienspiel. Es ist sehr eingängig, man kommt wirklich gut rein. Was ich aber sehr schön finde, trotz dieser, ich sag mal, einfachen Spielregeln, finde ich, hat es dann doch nachher letztendlich schon hier in sich, dass man hier wirklich auch grübeln kann. Weil wie Christian schon gesagt hat, ich habe nachher auch geguckt, ich weiß nicht warum, hier bin ich jetzt auf die falsche Farbe gegangen, muss ich echt mal so sagen, weil ich hatte ja am Anfang die Farbe und da waren nachher gar nicht so viele Steine da zur Auswahl. Also da muss man natürlich gucken, dass man möglichst, wenn man auf eine Farbe geht, noch gerne Farbwertung machen kann. Man möchte hier auch möglichst die Stapel dann auch letztendlich so bilden, dass man hier möglichst viele Punkte bekommt. Hier so ein Viererstapel mit einer 6, also für 6 Punkte, ist natürlich total toll. Hier möglichst viele unterschiedliche Farben. Also von daher, das finde ich ist auch von der Wertung her sehr schön gemacht, dass man hier einmal so eine Farbwertung hat. Aber auch das, wenn man vielleicht auch von den Bauen der Türme da vielleicht nicht so gut war, wie du schon gesagt hast, weil das habe ich auch häufig versucht, dass ich mir, wenn ich mir Steine genommen habe und dann diesen Turm gebaut habe, weil da muss man dann ja auch gucken, ich nehme die Steine im Uhrzeigersinn, wie nehme ich sie am besten, dass denn, wenn eine Lage drunter da zum Vorschein kommt, dass ich vielleicht nochmal eine Farbwertung machen kann. Aber das finde ich ist auch ganz schön, wenn man das nicht machen kann, kann man ja immer noch so eine Kopfsteinwertung machen, wo man ja beliebig viele zu oberst liegende Steine nehmen kann. Die bringen jeweils nur einen Punkt, aber dann kann man vielleicht mal gucken, weil das habe ich teilweise auch geguckt. Wenn hier schon mal so Zweierfelder frei waren und ich habe gesehen, Christian möchte vielleicht erst nicht sowas machen, dann habe ich vielleicht auch nochmal eine Kopfsteinwertung mit 2 Steinen gemacht und habe dadurch dann dieses Feld gelegt, damit Christian das zum Beispiel nicht bekommt. So spielst du ja, da habe ich schon mal drauf geguckt. Und das ist auch schon hier, auch schon zu zweit habe ich auch teilweise geguckt, wenn ich jetzt den Sammler hier versetze, mache ich dann ein Feld frei, wo Christian im nächsten Zug richtig viel bekommt. Weil da muss man auch, gerade wenn es so Viererfelder gibt, wo man dann diesen Turm hier bilden kann, das kann natürlich für den anderen Spieler dann schon sehr attraktiv sein. Also von daher, finde ich, ist da schon Interaktion mit dabei und auf jeden Fall auch, dass man den Kopf anstrengen muss, wie man das Spiel spielt und was man hier letztendlich macht, wie man die Steine nimmt und auch, dass man aufpassen muss, wenn ich jetzt den nehme und den da hinsetze, ich kann nur das Muster nehmen, ich muss gucken, welche Reihenfolge ich die Steine stapel. Ich muss gucken, blockiert mir ein Sammler das und was hat das auch für Auswirkungen für Mitspieler? Und von daher, das finde ich echt schön. Es hat ein einfaches Spielprinzip, aber es steckt doch schon einiges dahinter. Es ist doch schon fordernd. Das finde ich echt toll. Und ich finde auch, diese Spielübersicht ist gut. Also dadurch hat man nochmal einen Überblick. Ich finde sowieso generell, muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde Spielübersichten immer sehr positiv, wo man dann nochmal sehen kann, was die beiden Aktionsmöglichkeiten sind. Einmal sammeln, was man beim Sammeln macht, beim Werten, die beiden Wertungen. Und diese Schlusskarten, am Anfang musste ich immer noch mal drunter gucken, warum auch immer, welche habe ich noch mal. Aber das ist auch noch mal eine schöne Sache, um dann am Ende vielleicht dann noch mal, wenn man dann hinten raus auch noch mal Punkte holen kann. Und von der Spielzeit, also wir haben so zwischen einer Viertel und einer halben Stunde gespielt. Und das finde ich ist überhaupt nicht zu lang. Also für mich war auch Downtime geführt nicht mit dabei. Wie Christian schon sagte, man musste mal überlegen. Und wie Christian auch schon sagte, ich denke auch, das wird natürlich mit 3, 4 Spielern weniger planbar sein, weil hier einfach mehr Bewegung ist. Und so zu zweit weiß ich, wie Christian auch schon gesagt hat, ich brauche vielleicht die Farbe. Es sind davon ganz viele Steine oben. Von daher werde ich da auf jeden Fall was abbekommen. Ich muss nur vielleicht aufpassen, dass ich den Sammler nicht so versetze, dass Christian dadurch eine gute Kombination bekommt, um hier möglichst hohe Türme zu stapeln, so er das dann möchte, wie auch immer. Also von daher, mir gefällt das Spiel richtig gut. Es ist jetzt, wie Christian schon sagt, es ist kein abendfüllendes Spiel, aber so als Opener, als Zwischendurchspiel oder so als Absackerspiel finde ich es wirklich richtig gut. Man muss den Kopf dabei auch ein bisschen anstrengen. Es ist nicht so, dass man es einfach nur so lapidar nebeneinander herspielt. Und das gefällt mir richtig gut und daher bekommt das Spiel von mir 7,5 Punkte. Oh ja, sind wir ja nah beieinander. Genau. Okay, das war dann unsere Review zu dem Spiel Mandala Stones. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn euch das gefällt, was wir hier machen, wenn ihr uns unterstützt, indem ihr unseren Kanal abonniert. Gebt auch gerne dem Video einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und ansonsten freuen wir uns drauf, wenn ihr das nächste Mal wieder bei uns reinschaut. Bis dann. Tschüss.